Hallo und herzlich willkommen zurück auf OCinside.de. Mein Name ist Jens und heute testen wir von der Firma ISO einen 34,1 Zoll Monitor mit mattem UWQHD IPS Panel. Das ist auch noch ein Curved Panel, das heißt also, der hat hier eine leichte Biegung in dem Panel drin. Und das bietet sich natürlich gerade an bei so breiten Monitoren, die halt eben wirklich quasi zwei Bilder in einem darstellen können zum Beispiel. Wir haben bei der unterstützten UWQHD-Auflösung ganze 3440x1440 Bildpunkte und können zum Beispiel mit der ISO Screen InStyle Software den Monitor beispielsweise in zwei oder mehr Arbeitsbereiche unterteilen. Das heißt also, wir können direkt hier, ich kann das mal demonstrieren, hier oben in der Ecke bei dem Fenster maximieren Symbol finden wir jetzt die Auswahlmöglichkeit, wo wir das Bild jeweils hinschieben wollen. Das heißt also, wir können das jetzt hier zum Beispiel unterteilen in zwei Hälften oder wir unterteilen das in drei Bildschirmbereiche. Da könnte man dann zum Beispiel rechts Outlook, in der Mitte Word und auf der linken Seite dann halt eben Teams Meeting und irgendwas anderes halt eben dann noch hinmachen. Apropos Teams Meeting, hier oben ist eine Kamera integriert. Die hat also hier auch noch einen Privacy-Schalter, das heißt also einen Schiebeschalter, womit der Monitor aktiviert und deaktiviert werden kann. Mikrofone sind ebenfalls integriert und da ist sogar ein Infrarotsensor enthalten. Das heißt also, wir haben dann auch die Möglichkeit, im Windows den Desktop freizuschalten, also durch Gesichtserkennung zu entsperren. Aber auch die verfügbaren Schnittstellen können sich sehen lassen, denn der ISO-Monitor verfügt nicht nur über konventionelle Eingänge wie zweimal HDMI und einmal DisplayPort, sondern auch über einen integrierten KVM-Switch mitsamt USB-Typ-B-Eingang, ein USB-Typ-C Upstream, das heißt also, das ist ein Eingang und der bietet sogar noch PD-Unterstützung zur direkten Stromversorgung des Notebooks mit bis zu 94 Watt. Das heißt, wir können das Notebook einfach hier dran anschließen und können das Notebook dann sogar noch mit Strom versorgen und brauchen da uns nicht mehr drum zu kümmern. Dann gibt es noch einen USB-Typ-C Ausgang, zweimal USB-Typ-A für Tastatur- und Maus-Kombo und einen 3,5 mm Klinkenbuchse, das ist hier an der Seite, haben wir die Anschlüsse. Das heißt also, wir können das Headset direkt daran anschließen, wenn wir denn noch ein kabelgebundenes Headset verwenden. Integriert ist zusätzlich sogar noch ein RJ45 Gigabit LAN-Port. Wir können also wirklich mit einem USB-Kabel alles Wichtige realisieren. Und man kann die Kabel dann sogar noch unauffällig in einen integrierten Kabelkanal hinten. Hier hinter ist eine kleine Klappe und da haben wir einen Kabelkanal, das ist in dem Standfuß integriert. Der Standfuß übrigens, der hat auch unheimliche Features und zwar kann man den in der Höhe verstellen, man kann den neigen und man kann auch noch seitlich den Blickwinkel ändern. Wir haben wirklich umfangreiche Möglichkeiten, den zu verstellen und die Verstellung geht wirklich bis ganz runter. Also ich kann das mal ganz kurz zeigen. Ihr könnt einfach hier runter. Und dann auch wieder so hoch. Hier vorne integriert haben wir die Bedienelemente. Wir haben jetzt hier kapazitive Sensoren drin. Die können wir direkt hier drüber bedienen, indem wir halt eben auf diese Touch-Elemente drauf touchen. Und das ist in dem Rahmen hier unten integriert. Das sind also keine herkömmlichen Taster mehr, sondern Touch-Elemente. Und hier können wir also direkt die Eingangsquelle zum Beispiel auswählen, USB Typ C, DisplayPort, HDMI 1.2 und dann gibt es auch noch Bild by Bild, also Picture by Picture. Dann haben wir hier neben die Möglichkeit zu sagen, verschiedene User Settings, die wir vorher abgespeichert haben, aufzurufen. User 1.2, sRGB, Paper, Movie, DCOM oder was auch immer. Dann haben wir noch Echo-Einstellungen, also Stromsparmodi, die wir ändern können. Dann haben wir ja die Lautstärkeregelung integriert und zwar haben wir hier 2-4 Watt Lautsprecher integriert und die reichen eigentlich auch für normale Office-Anwendungen. Dann können wir hier direkt die Bildhelligkeit einstellen. Wir sehen dann auch noch gleich so schöne Symbole darunter. Dann können wir gleich die Bildhelligkeit hier einstellen. Und wir kommen auch noch zu dem erweiterten Menü. Hier sind die richtigen Einstellungsmöglichkeiten. Wir können also Farbanpassungen machen für den jeweiligen User, also für den User-Mode vornehmen. Zum Beispiel die Helligkeit, Kontrast, Temperatur, Gamma, erweiterte Einstellungen
und alles wieder zurücksetzen. Dann haben wir Signaleinstellungsmöglichkeiten. Wir können also das Seitenverhältnis zum Beispiel ändern, die Schärfe in Farbraum ändern und in Eingangsbereich ändern. Dann haben wir noch die Einstellungsmöglichkeit zum Energiesparen. Hier haben wir verschiedene Stärken, die wir vorgeben können. USB-Auswahl hatten wir noch. Und wir haben noch Echo-View-Einstellungen sowie Sprachwahl und Informationen zu dem Monitor. Wir haben also hier zum Beispiel, können wir direkt ablesen, Eingangsquelle. Das Eingangssignal hat 3440 x 1440 Bildpunkte. Und dann gibt es hier noch den Power-Taster. Dieser ist ebenfalls eben über einen Touch-Sensor bedienbar. Wir sollten mal ganz kurz hinhören. Das macht einmal Kling. Das ist ein Relais, der den Monitor wirklich trennt. Wir haben das Netzteil in den Monitor integriert und wir schalten da über ein Relais halt eben das gesamte Netzteil dann ab und dass nur noch ein ganz kleiner Teil halt eben übrig bleibt, der erforderlich ist, um halt den Standby-Betrieb zu ermöglichen. Wir können mal ganz kurz schauen. Wir schalten mal aus und ich habe hier eine Spannungsmessung, die sagt 0,6 Watt. Das heißt, wir haben 0,6 Watt Verbrauch. In dem normalen Betrieb jetzt, schalten wir wieder ein. Wir sehen, es geht auch wirklich ohne völligen Schnickschnack, geht das Ding direkt an. Das heißt also kein Logo, kein irgendwas und es geht sehr flott. Wir haben aber zusätzlich auch noch hinter dem Display einen Schalter. Ich mache den mal aus und schalte ihn mal wieder ein. Und dann sehen wir auch das ISO-Logo, TCO Certified und Energy Star Label. Im Testbericht auf ocinsight.de werden wir natürlich noch einige Messungen von dem Monitor vornehmen und werden sehen, wie gut das Panel letztendlich abschneidet. Dies heißt, wir machen auch Messungen von der Helligkeit an verschiedenen Punkten. Alles Weitere zeigen wir dann im ISO FlexScan EV 3450 XC Monitortest auf ocinsight.de. Wir freuen uns über ein Like und unbedingt das Abo nicht vergessen, denn nur so wird man über neue Videos informiert. Na dann, bis bald im Test und tschüss!